Liebe Freunde, von dem einen Modell gleich zum nächsten. Muss man hier mal kurz meine Technik hier wieder alles einstellen. Durch das Video vom anderen Panzer hier, Quatsch, von der Lackierung des F-16-Flugzeuges muss ich jetzt halt hier eben alles mal ein bisschen umbauen. Ich mache jetzt erstmal kurz den Rechner hier an, damit ich dann mal in aller Ruhe schauen kann, was denn los ist. So, müssen wir erstmal hier mal Ton ausmachen, nicht dass er hier nebenbei mitläuft. Ja, ich grüße dich, Tom. Ja, der Wikinger alias. Gut. So, wenig Leute hier heute. 9 Leute sind dabei. Einer hat nur was gesagt. Gut. Ich hoffe, ihr hattet alle eine angenehme Woche gehabt. Ein ebenso schönes Wochenende. Na, der Bergepanzer muss nämlich auch mal jetzt fertig werden hier. Ja, so. Ich hatte auch schon ein bisschen geschaut wegen Bildern von der A10, was das Triebwerk angeht, weil ich hier mit dem Black Dog ja immer noch so ein bisschen komisch, ich habe da so ein bisschen was gefunden und ja, und das war mir nicht so wirklich ganz einleuchtend. Unter anderem auch, weil, muss ich euch jetzt mal kurz zeigen, was mir aufgefallen ist. Das Black Dog Triebwerk ist eigentlich für Italieri-Bausatz. So, da wir nun einen Bausatz. Ja, schauen alle nur zu, ja, und schreiben nicht. Naja, ist auch nicht schlimm. Hier sind die Original-Turbinen. Das ist die Black Dog-Turbine. Aber mir geht es noch um was anderes. Und zwar um das hier. Hier vorne. Der Ring hier. Sieht an und für sich ganz gut aus, auch hier mit den ganzen Löchern, denn das ist ja bei der A10 so. Bei dem von Hobby Boss ist das hier nicht, weil es ja nachher alles zu ist. So, hier am Rand müsste man ein bisschen was verspachteln. So, aber das ist ja nicht das, was ich meine. Schaut euch mal hier den Unterschied an. Wenn wir das jetzt hier plan aufeinander legen, dann ist es hier locker mal 1 Millimeter zu viel. Ne? Oder besser zu wenig, wie auch immer. Und das geht natürlich nicht. Wir wollen das ja, wenn dann schon alles plan haben. So. Ob dann nun der Italeri-Kit dann so ein bisschen ja, aus der Spur läuft mit den Maßen und so weiter, weiß ich nicht. Es gibt auch immer dieses Phänomen, dass zum Beispiel irgendwelche Panzer und so weiter auch ein bisschen anders bemaßt sind wie das Original. So. Und das hatten wir halt eben auch schon gehabt. Wir hatten das auch schon gehabt, dass wenn man dann halt eben die Laufrolle hatte, dann war die vielleicht die Achse 1 Millimeter weiter in die eine Richtung als die andere. Wenn man zum Beispiel Zimmerie drauf machen möchte von einer anderen Firma, passt das nicht. Das ist halt ein bisschen blöd. Also habe ich mich jetzt entschlossen, die Triebwerksgondeln als Mix zu machen mit Originalteilen und mit, ja. Und mit Zusatzteilen. So. Das wäre die Triebwerksgondel mal kurz grob zusammengehalten. Und wenn wir dann jetzt hier das Teil von Black Dog rauf machen, ne, dann passt das natürlich nicht. Ne? Das geht dann hier irgendwo weg. Und das ist doof. Das würde man zwar nicht so wirklich doll sehen, weil nun hier die Klappe auf ist, fällt dieses kleine Mini-Teil hier gar nicht so ins Revers. Aber ich habe mir jetzt so gedacht, weil ja hier an den Seiten sind Löcher drin, ne? Also vom Resinguss hier. Und hier müsste man noch abschleifen. Und hier sind wieder die nächsten Löcher. Habe ich mich jetzt entschieden, die Original-Triebwerkseinlässe zu nehmen. Vor allen Dingen, weil man hier auch durchschauen kann. Ne? Das ist ja auch total geil. Ne? Also die haben das wirklich so geschafft, das hier zu gießen, dass man durch jedes Schaufelrad eigentlich fast durchgucken kann. Und das ist schon eine coole Sache. Hat auch nicht jeder. Und das ist ja, warum ich so von diesem Bausatz her begeistert bin. Das schafft kein Tamiya, das schafft kein Italeri, das schafft nur halt eben der Hase, Quatsch, der
Hobby-Postbausatz. So, hier kann man noch ein bisschen aufmachen. So, nun habe ich mal gemessen mit dem Teil hier. Dann haben wir hier das Originalteil. Die sind beide gleich groß. So, also wird das Teil, was eigentlich dann hier hinten rankommt, wird ersetzt gegen das Teil. Und weil wir hier diese schöne Ausbuchtung haben, klack, na, machen wir den hier rein. Und dann passt das auch. So, also brauchen wir nicht wirklich viel zu ändern. Und das ist auch in Ordnung, das kann man dann so lassen. Also weiß ich jetzt nicht, ob jetzt das weiter nach hinten kommt oder das weiter nach vorne im Original. Ich weiß es nicht, das ist mir dann auch relativ egal. Es sieht nachher eigentlich ganz gut aus. Und hier habe ich dann nachträglich nochmal zusammengespachtelt, habe ich hier gespachtelt und dann habe ich dann hier die Löcher reingebohrt. In etwa wie das hier. Es ist nicht zu 100% perfekt, aber mir ist das relativ egal. Und so soll das ja auch sein. Also man hat da immer so ein bisschen künstlerische Freiheit, die einen da dann... Ah, seht ihr, ich hätte einmal auf Aktualisieren machen sollen. Okay. Also ich habe mich schon gewundert, dass hier so wenig Leute waren. So, hallo Nordmann, Dominik Krämer ist dabei, der Seppel, Stefan, Axel. So... Minus ist da, Kim ist da, Lemmy ist da. Falls ihr es gesehen habt, unten, da wo ihr euren Text eingebt, da ist jetzt so ein kleines Dollarzeichen. Das hat damit was zu tun, dass ich da jetzt auch mal den Superchat aktivieren konnte. Also ist das, glaube ich, so eine Einstellung, da kann man irgendwelche, was hatte ich da gelesen, da kann man sich solche Sticker kaufen, das wird dann über PayPal, also es ist wie so eine kleine Spende oder sowas, dann bleibt dann halt der Text ganz weit oben. Habe ich jetzt mal aktiviert, habe ich jetzt mal probiert, ob da einer was macht oder nicht, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das, was dann an ja, zusätzlicher Einnahme ist, das wird natürlich nicht irgendwo verprasst. Nee, das wird dann vielleicht für ein anderes Mikrofon verwendet, für eine andere Beleuchtung und so weiter. Ne? Das ist so eine Win-Win-Situation, sagen wir es mal so. Ob ihr es macht oder nicht, das überlasse ich euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr es macht. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Also ne, da bin ich jetzt nicht derjenige, der da auf Knien da irgendwo langrutscht und sagt, bitte, bitte, bitte macht. Nein, das überlasse ich euch. Das ist auch irgendwie so ein Feature, wenn irgendein YouTuber da, was weiß ich, die 70 Millionen Marke überschritten hat und wenn der dann einen Livestream macht, dass dann, die Sticker-Funktion, die soll dann sein, dass dann jeder sieht, ey, okay, du bist ein cooler, super Fan und dein Kommentar steht dann erstmal eine Weile ganz oben, während die anderen Kommentare alle irgendwie nach unten verschwinden oder sowas. So habe ich das jetzt daraus interpretiert. Ob man es braucht oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt einfach da reingehauen und dann ist gut. Und es klappt auch wieder nur bei Livestreams. So. Ja. Erstmal viel geredet und wie gesagt, das ist jetzt eben das, was mir jetzt so aufgefallen ist hier bei dem Triebwerk. Und es passt aber trotzdem alles so, wie es sein soll. Da muss man halt eben nur die Originalbilder gucken, wo jetzt hier diese Teile genau sind. Hier sind ein paar Teile rausgebrochen vom Guss her und vom Transport. Das ist aber auch nicht schlimm. Die werden nach vorne gedreht und dann ist gut. Ha, ja. Pass auf, Nordmann. Genau. Bau dir auch so ein PC um und dann ist das eigentlich richtig cool. Also die Teile findest du überall und wenn sie jetzt die Teile eben nicht direkt auf im Elektrik... Sprachsalat, 1, 2, 3, 4, 5. Wenn Sie diese Teile jetzt nicht unbedingt da im Elektroschrott haben, dann gibt es die auch für ein bisschen Geld bei Amazon. Ich habe, glaube ich, auch irgendwo noch ein paar Teile rumzuliegen, ein paar Lüfter. Die hatte ich falsch besorgt. Ich glaube, die sind auch für 12 Volt. Und ja, muss man mal schauen. Ah, hier bei dem Bild sind die also nicht. Hier bei dem einen Modell, was ja eine gebaut hat. Aha, okay. Dann sollen wir weiter schon, ob wir hier was finden. Aber eine Ansicht habe ich von der A10, wo man ungefähr schauen kann, wie diese Teile sind. Es ist irgendwie so ein bisschen schräg nach unten. Also es ist nicht ganz nach oben, es ist nicht ganz nach unten. Muss ich mal gucken, ob ich irgendwo noch ein Bild finde, wo das Triebwerk im Einzelnen zu sehen ist. Das ist natürlich jetzt hier. Aha.
Also in der Transportstellung und wie es aufgehangen ist, sollen die so sein. Also dass es dann rechts, links, unten und oben. Es soll nicht so sein, es soll so sein. Oh, okay. Das kommt mir auch zugute, denn dann sieht man das dann so ein bisschen weniger. Und das Gute ist ja auch, dass dieses Teil hier komplett plan ist. Also da gibt es kein vorne, kein hinten, kein oben und kein unten. Es ist zwar irgendwo hier so eine kleine Nut drin gewesen, aber das ist eigentlich egal. Also Versuch macht klug, sagt man so schön. Und ja, da muss man halt eben mal so ein bisschen schauen. Ja, das habe ich schon mitgekriegt, dass du dir den Tornado besorgt hast. Ja, dann wünsche ich mal viel Spaß beim Bauen. Ne? Der wird auch nicht gerade einfach sein. Der hat es auch in sich. Also natürlich auch darauf an, wie viel man jetzt da investieren möchte an Einzelteile und so weiter. Ob man da auch Eduard-Teile mit dazu kaufen will und so weiter. Das muss man dann alles selbst entscheiden. So, jetzt gucke ich erstmal, wo ich jetzt hier genau alles einbaue. Oben und unten. Damit ich ungefähr so schauen kann, wie ich das denn haben möchte. Das ist natürlich auch nicht genau zentriert hier, aber so mache ich mir dann eine Markierung hier rein, wo oben und unten ist. Und dann ist das auch in Ordnung. Na, ich hatte mal irgendwo mal mitgekriegt, dass du nämlich mit dem Gedanken gespielt hast, ob du dir den holst und ob du den jetzt, das war jetzt darauf gemeint, weißt du? Weil du mal mit dem Gedanken gespielt hast, den zu holen, dass du mal irgendwie mal irgendwo hast du mal geschrieben, ja, ich bin am Überlegen, ob ich mir den hole und da konnte ich mich jetzt dran erinnern. Ja, wie war die Woche? Meine Woche war sehr tiefenentspannt. Ich war krankgeschrieben und hat aber trotzdem irgendwie nicht wirklich viel mit dem Modellbau zu tun gehabt. Bis auf, dass ich das Video mit dem Lackieren fertig gemacht habe. Das hat mich auch einiges an Zeit gekostet. Also ich hätte ja nicht gedacht, dass Nachvertonen und Musik im Nachhinein so viel Arbeit bedeutet. Und das ist echt der Wahnsinn gewesen. Aber es hat total viel Spaß gemacht. Weiß ich, wie man sich so fühlt, wenn man irgendwo Filme als Synchronsprecher machen muss und dann haut das Take nicht hin. Und ich musste mich echt daran gewöhnen, dass ich wenig Text rede. Also, dass ich nicht gleich so viel immer erzähle, denn ich hatte das Problem gehabt, immer wenn ich viel erzähle, dann war das immer alles in Ordnung. Aber auf einmal hatte ich mich dann kurz vorm Ende hatte ich mich dann verhaspelt gehabt. Dann konnte ich natürlich das Ganze alles nochmal machen. Aber insgesamt hatte ich, glaube ich, eine Stunde Videomaterial runtergekürzt auf eine halbe Stunde. Ja, das ist also... Anfangs hat es noch ein bisschen Hall gehabt, diese Stimme. Weil ich mein Handy so gehalten hatte und nachher hatte ich das dann in das Gestell reingehauen und habe dann davor gesessen und habe reingesprochen, als wenn ich in so ein Mikro reinrede. Total geil. Ach nee, total cool. Hat Spaß gemacht. So, aber wir machen jetzt erstmal nicht mit dem Triebwerk weiter. Wir wollen ja erstmal die Flügel ankleben, die Tragflächen. Und da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe nämlich das Gestell ausgerichtet. Hallo Sven, ich grüße dich. So, hier ist der Jig und da habe ich das mal ausgerichtet, das Flugzeug. So, und ich hatte dann schon in aller Ruhe schon hier alles vorbereitet und hatte dann schon alles ausgemessen und dafür ist der Jig hier nun richtig geil. Ne? Also ich hatte das jetzt hier alles eingebaut, hatte jetzt hier, wie gesagt, über die Woche hatte ich hier die Zwinge dran gehabt und ja, dann ließ es dann alles einstellen. So, und dann hatte ich hier außen die Pylonen, das war ein sehr gutes Maß, weil hier beim Flügel macht man so,
auch doof. Und da hier so eine schöne Kante ist, habe ich dann den rangehalten und war dann bei 8,1. Und hier war ich dann bei 8,1. Na, also da kann man das hier schön einstellen. Hier an der Seite ist zwar auch eine Skala dran, aber ich finde das eben noch so oldschool, dass man da eben noch das so machen kann. So, mit was kleben wir? Wir kleben nicht mit dem ultradünnen Kleber von Ammo. Wir werden einen anderen Kleber nutzen. Und zwar werden wir den Revell-Kleber nutzen. So, der Revell-Kleber hat eben die Vorteile, dass er schön lange abbindet. Und dementsprechend haben wir dann auch ein bisschen Zeit, um dann hier alle Teile richtig einzukleben. Und um Spachteln kommen wir sowieso nicht drum herum. Ne? Also das muss. Also ich habe bis jetzt noch kein Flugzeug gehabt, wo man da nicht spachteln musste. So. Und spätestens, wenn irgendwo ein bisschen Kleber rauskommt, dann müssen wir sowieso schleifen. Oh, jetzt ist hier schwer, das Ding vorne zu. Hallo Dennis, ich grüße dich. So, und jetzt kommt noch wieder was raus. Also, da wird jetzt erstmal Kleber drauf gemacht. Und das Gute ist eben, dass man den Kleber auch beidseitig auftragen kann. Und sollte dann vielleicht ein bisschen was rausquillen, dann kann man das immer noch später in aller Ruhe abschleifen. So, und damit es besser flutscht, machen wir dann hier noch was dran. So. Und damit ich auch weiß, wo ich denn den Kleber auf der anderen Seite auftragen kann, wird der Flügel einmal reingeschoben. Kurz mal oben und unten angedrückt und wieder rausgenommen. Und dann können wir erstmal in aller Ruhe die Teile vorbereiten. Man kann es, wie gesagt, auf beiden Seiten auftragen. Man muss es nicht, aber ich bin hier ebenso der Oldschool-Modellbauer. Ich habe es damals nicht gelernt. Ich mache immer auf beiden Seiten den Kleber rauf. Bin ja auf der sicheren Seite. Das ist ja Wahnsinn. Ein einziges PE-Teil. Cool. Und? Welches denn? Du musst auch sagen, wie der Bausatz sich bauen lässt. Weil, wie gesagt, das ist ein etwas älteres Modell von Revell. Und da würde ich gerne mal wissen, wie denn so die Verarbeitung davon ist. Ob nun die Teile passgenau sind, etc. pp. Hört, hört. Dennis, der eigentlich der PE-Fetischist ist, der möchte an seiner Heinkel kein einziges PE-Teil verbauen. Glaubt ihr es? Ich glaub's nicht. Nee, aber es muss ja nicht immer nur PE sein. Es kann ja natürlich auch mal aus der Box heraus sein. Man muss es ja auch nicht immer übertreiben mit so einer PE-Schlacht. Das Rücklicht war ein PE-Teil. Ha, wie geil. Ja, du schreibst mir über Facebook, über PN, wie denn der Bausatz ist. Ich habe ihn leider noch nicht hier. Wollte ihn eigentlich mal vorstellen, aber das haut noch nicht so wirklich hin. Nee, PE hat er nicht mit dabei. Der hat nur ein bisschen PE dabei, der Rino. Das weiß ich selber auch. Der hat, glaube ich, ein paar Gitter nur dabei und das war's. Aber gute Nachrichten von meinem Modellbauhändler. Der Rino, den ich jetzt bestellt habe, der, auf den ich ja schon ewig und 3 Tage warte, so fast ein halbes Jahr, weil er eben durch das ganze weltweite Quatsch da hin und her, hat es ja ein bisschen gedauert, bis da was aus Übersee kommt. Und dementsprechend kann ich mit Freude verkünden, der französische Panat und der Rino sind auf dem Weg zu mir und werden dann ein paar neue Hände suchen, die dann das bauen. Weil wir hat ein Rino habe ich schon hier und er reicht mir. Und dementsprechend wollte ich den anderen Rino auch verkaufen. So,
Flugzeug ist jetzt hier so eingespannt und da passiert jetzt nichts. Das liegt jetzt alles plan auf. Und dementsprechend können wir jetzt in aller Ruhe die Tragflächen kleben lassen. Wie gesagt, Spaltmaß haben wir überall. Das wird nachher noch alles weggespachtelt und weggeschliffen. Ob es nun heute was wird, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Denn am besten, wenn man so die Teile richtig schön lange mal aushärten lässt. So. Ja, wie gesagt, wer möchte, der kann ja... Hallo Enrico. Wer möchte, kann ja natürlich dann auch den, ja, den Rhino auch mit dem PE-Teilsatz, den es dazu gibt, noch bestücken, sagen wir es mal so. Was wir hier natürlich nicht haben, ist nachher diese Aufhängung. Doch, haben wir. Hier ist die Aufhängung mit bei. Ob die dann natürlich hier oben reinpasst, das weiß ich noch nicht. Das werden wir uns überraschen lassen. Ja. Weil ja eigentlich das Triebwerk so gedacht ist, dass es ja auch unter einem Flügel hängt. Wie gesagt, die S3 Viking, die es ja von der Navy gibt, die hat diese Triebwerke auch und die hängen dann unter den Flügeln drunter. Und so haben sie dann hier so eine Aufnahme gemacht, wo dann das da reingehangen wird und fertig. Gut, wie gesagt, wir wollten das auf der linken Seite vom Flugzeug installieren und da sind wir jetzt auch gerade dabei. So, hängen wir das erstmal jetzt hier alles mal zusammen, damit wir dann nachher auch ganz genau sehen, ob es passt oder nicht. Ich bin echt gespannt. Wie gesagt, das Resin ist eigentlich für einen Italeri gedacht. Und dann bin ich gespannt. Wieso, was hast du denn? Oder nur weil's, oder ist es das erste Mal, dass du jetzt mit Filter arbeitest und da eben noch nicht so ganz genau weißt, wie du dann damit umgehen sollst? Kläre uns auf, lass uns teilhaben an deinen Problemen, wir helfen dir. Ist das ein fetter Anguss hier, ne? Heftig. Aber da das hier sowieso nachher verschwindet, sieht man das nicht. Also kann man es nur anschneiden und dann versuchen zu brechen. Das ist aber bei solchen fetten Angüssen ratsam zu sägen, soweit wie die Säge reingeht. Naja, eigentlich machst du den Filter drauf und kannst ihn ja schon so weit mit dem Pinsel verteilen. Und das ist wie mit einem Washing, wenn du dann eben meinst, da ist irgendwo ein bisschen was zu viel, nimmst du dann die Verdünnung und wäscht es dann da wieder weg, wo es ist oder wo es zu viel ist. Das ist mit dem Filter genauso wie mit einem Washing eigentlich. Außerdem habe ich noch eine gute Nachricht für euch. Der Chef von Hardtacker, der fand das Video ja auch schon toll, auch das Vorstellungsvideo, was ich gemacht habe mit den Farben. Und wenn man da zum ersten Mal bestellt, dann bekommt man ja sowieso schon, glaube ich, 10% Rabatt für die Erstbestellung. Und er hat angeboten, dass wenn ich dann vielleicht nochmal so ein Video machen möchte, dass man da auch so einen Code mit reinmachen kann in das Video, dass man dann bei der Bestellung dann den Code angeben kann. Also das heißt, also alle die dann das Video gesehen haben, können dann, oh, kriege ich das Ding hier noch nicht ab, können dann bei ihrer Bestellung dann noch einen Rabattcode mit eingeben und dass du dann vielleicht nochmal 15 oder 20% Rabatt darauf kriegst. Das ist eine coole Sache. Also da wird es dann wahrscheinlich, habe ich mich dann gefreut, dass er dann das Angebot gemacht hat und dann wird das dann auch nicht das letzte Video sein von Hataka. Finde ich super. Also da sagen die sich dann so, okay, pass auf, dann machen wir halt eben dann so einen Gutscheincode, wie ihr das ja von vielen anderen Firmen ja kennt. Und so ist es da auch nicht anders.
Naja, geht denn da der Filter auch wieder ab mit dem Fensterreiniger? Also, ich habe jetzt den Filter noch nie mit Fensterreiniger wieder runter gemacht. Ich habe dann meistens diesen direkten. Ah, jetzt habe ich's. Fall runter. Ich habe dann meistens immer den direkten Verdünner hier genommen, diesen Odorless Thinner hier, wenn ich mit Ammo gearbeitet habe. Und der hat es eigentlich auch ganz gut weggemacht wieder. Also mit Fensterreiniger habe ich es noch nie probiert. Ja, so schnell geht das nächste Video nicht. Ich muss erstmal wieder was bauen, was ich dann lackieren kann. Aber ich habe ja noch mir aus dem Restbestand von einem anderen Modellbauer dieses französische Farbenset gekauft. Und ich habe noch einen Leclerc hier. Und da bin ich dann am Überlegen, ob ich den dann damit lackiere. Und dann kann ich dann das mit dem Code machen. Dann kann ich das dann, warte ich jetzt mal auf die Antwort nochmal. Und dann können wir das dann eigentlich so machen. Dann komme ich auch endlich mal dazu, mein Leclerc zu lackieren. Dann stehen dann mehr lackierte Modelle rum als komplett fertige dann. Weil man muss ja auch danach ja. Nach dem Lackieren muss man ja auch noch ein bisschen was anderes machen, ne? Das ist ja nicht einfach nur das Lackieren. Das ist wie bei mir zum Beispiel mit den ganzen Live-Bauten und so weiter. Die stehen dann da im Rohbau, sage ich immer so schön. Die stehen dann da rum. Und dann nachher, werden sie erstmal nicht lackiert. Aber das ist natürlich eine coole Sache. Weil die französischen Farben. Wo habe ich das denn? Da ist das Set zum Beispiel. Und hier habe ich das Bundeswehr-Set. Und wenn ihr mal so schaut, das Braun und das Grün. Ne, das Grün ist schon wesentlich heller und das Braun ist auch heller. Das ist irgendwie so eine Franzosenmacke. Ich habe keine Ahnung, warum die das machen. Nennen sich NATO, aber machen das alles heller. Verstehe ich nicht. Ich weiß das nicht. Naja, sollen sie machen. Auf jeden Fall. Habe ich das auch im Original schon bemerkt, dass eben der Leclerc wesentlich heller ist und der AMX 30 auch. Also muss man da auch darauf achten, dass man da auch hellere Farben nimmt. So. Ja, wie gesagt, da sind wir jetzt dabei und also er war echt angetan davon und findet das auch gut, dass endlich mal auch ein deutsches Video jetzt mit dabei ist, weil man findet von Hataka ja so gut wie gar keine deutschen Videos. Und ja, es ist halt ich habe es ja diesmal auch nur bewusst mit den Lackfarben gemacht, weil ich eigentlich die Lackfarben total cool finde. Und eben die Lackfarben sind ganz schön in Verruch gekommen, stinken, brauchen so lange zum Trocknen und so weiter. Bin ich jetzt nicht der Meinung gewesen. Also Geruch her riechen sie natürlich ein bisschen mehr als eine Acrylfarbe, das ist richtig. Aber es gibt auch einige Firmen, da stinken Acrylfarben bestialisch. Siehe zum Beispiel Tamiya, da stinken Acrylfarben auch total ekelhaft. So, und jeder definiert natürlich Geruch anders. Da kann mir Dennis zum Beispiel beipflichten, wenn es darum geht, Resin für einen Resindrucker. So, da wird es dann auch total anders definiert. Viele sagen so, ja, es stinkt, einige sagen, es stinkt nicht und so weiter und so fort. Also es ist total interessant, da mal immer das Feedback immer zu bekommen von den Leuten, die was vorstellen. Also ich habe ja für den 3D-Drucker total viel Videos geschaut. Bevor ich mich dafür entschlossen habe, den zu holen. Dass Dennis schuld ist, das ist klar, dass ich mir jetzt so ein Ding hole. Weil er da einfach da mit seinem 3D-Drucker schon so viele coole Sachen gemacht hat, wo ich so gesagt habe, hallo, das möchte ich auch.
Vor allen Dingen, weil man da so viel Schönes machen kann. Richtig coole Sachen. Katastrophe, wieso geht das hier so schlecht ab, ey? Das Problem ist, man kann das auch nicht komplett absägen, weil da eben diese beiden Pinorix da drin sind. Ja, Dennis, du willst es ja so. Du willst, dass deine Heinkel auch von innen lackiert wird. Das ist halt so, ne? Das ist eben das, was ich ja bei einigen Flugzeugen... Oh, es hat geklappt. Bei einigen Flugzeugen auch machen muss, wenn dann die Kanzel offen ist, muss man natürlich die Kanzel von innen auch maskieren. Das hatte ich bei der MiG-25 schon gemacht und bin da auch fast wahnsinnig geworden, weil man da ja nicht so diese schönen erhabenen Teile hat, wie zum Beispiel außen an der Kanzel. Da hat man diese schönen erhabenen Dichtungen und so weiter und dann kann man da schön lang maskieren und dann ist das auch eine feine Sache. Allerdings innen nicht. Und das ist dann immer ein bisschen doof. So. Kommt dann hier die Brennkammer. Ja, der Guss ist ganz gut. Er hätte vom Black Dog auch ein bisschen besser noch sein können. Naja. Aber auf jeden Fall sind hier so schöne erhabene Nieten drauf. Das ist eine feine Sache. So, und der kommt dann da ran. Die Leitung kommt da oben rein. Damit die da dann da drin verschwinden. Ja. Schon gesagt, dass ich mich total darauf freue, das zu lackieren. Du musst jede Farbe lange schütteln. Also ich hatte das auch schon so gehabt, dass ich dann Farben von Ammo so 6-7 Minuten lang schütteln musste, bevor ich dann überhaupt die Kugel da drin gehört habe. Es kann natürlich aber auch sein, dass du von Hataka mal 1-2 Farben bekommen hast, wo keine Kugel drin ist. Dass du da keine Kugel drin hörst. Das hatte ich auch schon gehabt. Ist aber kein Problem. Dann macht man da einfach so 1-2 Stahlkugeln rein, die man dann, was weiß ich, von AK gekauft hat oder sowas. Da habe ich auch noch eine ganze Packung hier und dann ist das nicht so schlimm. Also mach dir da keine Sorgen. Also 5 Minuten lang hier auf dem Shaker drauf und die Dinger sind astrein gemischt. Und später, wenn du sie verdünnst, dann musst du sie sowieso auch noch mal ein bisschen mischen. Also, was heißt mischen? Rühren, damit sich eben die Pigmente richtig schön mit der Trägerflüssigkeit dann verbinden. Das ist ja halt eben eine Trägerflüssigkeit, wo Pigmente drinne. Und dann muss man das halt eben mal ein bisschen länger machen. Also Farben AK und Vallejo und wie sie alle heißen, also 5-6 Minuten lang schütteln, das ist auf jeden Fall mit bei. So. Ja, also dieses Flugzeug wird auf jeden Fall richtig interessant werden. Vor allen Dingen auch das, wie ich ja schon gesagt habe, dieses ganze Lackieren. Und ja, das wird echt lustig werden. Da bin ich echt, echt gespannt drauf. Und da braucht man dann auf jeden Fall richtig viel Geduld. Also ich habe ja geschaut hier, dass ich einige gefunden habe, die dann gesagt haben, ja, ich kann das hier alles dann schön ja, die Leitung in blau machen und so weiter. Nee, wozu muss man da die Leitung in blau machen? Na, also da, wenn ich mir die ganzen meisten Videos angeschaut habe, Bilder und so weiter, ich habe ja Videos geschaut, wie die bei der A10 so ein Triebwerk ausgebaut haben. Und dann habe ich Bilder mir angeschaut und da sind die Leitungen da drin rot. So, deswegen werden die Leitungen da drin auch rot gemacht. Da ist meine Markierung und da kommt das dann so da rein. Jetzt bin ich mal gespannt. Erstmal einen guten Tropfen Kleber rein. Sieht man nachher sowieso nicht, wenn ein bisschen was übergetinscht wird. Suche ich schon wieder einen Aktivator. Den Stinky-Stinky-Aktivator. Der schon wieder. Ach, da oben ist er.
So. Ja, na klar knarzt es noch. Der Stuhl wird mich auch noch eine ganze Weile begleiten. So. So sieht dann das fertige Triebwerk aus. Und in der Hoffnung, dass ich das dann eben ja, wunderbar dann auch so hinkriege. Ob das auch dann so passt, das weiß ich nicht, aber ich will es mal hoffen. Ja, naja gut, okay, dann werden wir mal eben schauen, ob das so klappt, wie ich das denn gerne hätte. Lassen wir es noch ein bisschen trocknen und dann werden wir mal sehen. So, Stunde der Wahrheit. Das war mir so klar, dass das ja hier natürlich nicht passt. Ne? Also, das wäre ja ungefähr dann hier vorne. So, also, wenn wir uns dann hier vorne ausrichten und dann mal gucken, wie wir das denn hier hinkriegen mit dem Original. Im Original sieht es ja auch ein bisschen anders aus. Beim Original wäre das auch viel weiter vorne. Das ist alles ein bisschen merkwürdig. Das Problem ist, sieht man das nachher so doll hinten oder sieht man es nicht? Normalerweise müsste man das dann so weit hinten reinmachen, dass man es nicht sieht. Immer gehen wir auf der anderen Seite das Original rein und schauen uns das mal an. Also ihr seht, es ist nicht einfach, Teile von anderen Firmen mit zu verwenden, die auch nicht für diese Firma gedacht sind. Also wie gesagt, bei Italeri, da ist der Satz eigentlich gedacht von Black Dog und wir haben ja jetzt hier halt eben Hobbyboss. Naja. Also ist da eben ein bisschen künstlerische Freiheit vonnöten und dann klappt das schon. Hallo Ashikaru. Konnichiwa. Klingt so japanisch. So. Ich habe auch mal gerade geguckt, ich glaube bei diesem Superchat oder sowas, was da das Feature da ist, da braucht man auch eine Kreditkarte. Ich glaube, das geht gar nicht über PayPal, weiß ich gar nicht. Dann ist der natürlich wieder so vorprogrammiert, dass ja sowieso kaum einer dann da mitmacht, weil wer hat heutzutage noch eine Kreditkarte? Ne? Oder wer hat ja natürlich auch nicht jeder. Ne? So, dann hängen wir jetzt mal 8 und 9 muss zusammen. Zack. Im allerschlimmsten Fall müssen wir uns dann hier das auch noch mal ein bisschen zurecht rücken oder wie auch immer, damit es dann passt. Ach, irgendwie kriegen wir das schon hin. Wir haben es jetzt so viel schon hingekriegt. Und dann werden wir das auch noch hinkriegen. Das wäre wohl gelacht, wenn wir hier nicht ein anständiges Triebwerk da reinkriegen. Nur, man sieht ja hier, dass da auch schon einiges mit bei ist, wo man dann durchgucken kann nach hinten oder von hinten rein. Und da muss man halt eben schauen, dass man die Aufhängung da irgendwie ein bisschen zurechtgemuschelt kriegt, dass das auch so passt. Irgendwas wird uns da schon einfallen. Muss ich mir nochmal einen Kopf machen. Was ich benutze zum Spachteln? Gute Frage, Stefan. Ich benutze den guten alten Revell Plasto. Den habe ich jetzt genommen, um hier die Turbinendinger hier zu spachteln. Ansonsten nehme ich mal Mr. White Putty oder ich nehme hier von Ammo of Mick. Das ist immer so, wie ich das gerne ja, brauche.
Das Zeug von Ammo, das ist halt eben ein bisschen flüssiger, das lässt sich gut machen, kann man schön mit dem Pinsel verteilen. Das andere muss man halt, wie gesagt, spachteln. Von Ammo gibt es ja auch diesen Acrylspachtel, der ist dann halt eben auf Wasserbasis. Und den kann man dann auch, dann macht man das nachher dann da rein und dann kann man das dann mit einem Wattestäbchen dann wieder runter machen. Das ist auch ganz cool. Das macht sich richtig gut. Ja, und ansonsten, wie gesagt, habe ich mich jetzt nicht auf irgendeine Art von Spachtel eingeschossen. Ich benutze eigentlich mal das, worauf ich Lust und Laune habe. Wie gesagt, für die groben Sachen nehme ich den Revell-Spachtel. Und für die feineren Sachen kommt dann der Mr. Putty dann. Der ist ein sehr, sehr feiner Spachtel. Und dementsprechend muss man da auch nicht viel nacharbeiten. Denn man möchte ja eigentlich, wenn man spachtelt und dann danach schleift, möchte man es dann schön glatt haben. Und das hat man dann eben bei dem Revell-Spachtel nicht, weil der eigentlich so ziemlich grob ist. Und deswegen geht man dann, es ist Spachtel und da muss man halt eben mit Feinspachtel dann nochmal rüber. Ist aber auch nicht schlimm. Nee. Zimmerit auch bloß nicht damit machen. Zimmerit ist eine Sache, wo man viel Zeit braucht. Und der Revell-Spachtel, der zieht unheimlich schnell an. Also da, guck mal hier, wie viel Platz wir dafür brauchen. Ne? Also kann man da später von hinten komplett reinschauen. Gut, okay, das wollte ich nur wissen. Wie gesagt, man braucht für Zimmerit braucht man viel, viel Zeit, dass man das auch in aller Ruhe dann machen kann. Und das funktioniert bei Revell, mit dem Revell-Spachtel überhaupt nicht, weil der so extrem schnell anzieht. So, und jetzt müssen wir halt hier eben das hier alles so hinkriegen, dass das nachher alles schön gerade da drin liegt. Na, das wird auch mal was werden. Also wie gesagt, zum Zimmerit herstellen habe ich Magic Sculpt genommen. Das ist so eine Zwei-Komponenten-Spachtelmasse. Und da kann man sich richtig Zeit lassen. Also das ist so ein Zeug, das nehmen Figurenbauer. Was denn? Das ist das Zeug hier. Das ist auch Resin. Und da hat man einmal Resin und einen Härter. Und das vermischt man dann. Immer 1:1. Also dasselbe von... Bäh, da war ja Wasser drin. Pfui, wie geht denn? Warum ist denn da Wasser drin? Ja, auf der einen Seite nimmt man dann, da nimmt man davon. Und dann mischt man das in aller Ruhe zusammen. Und dann kann man da wunderbar das ausrollen. Macht man sich so ein bisschen Talkum oder Babypuder unten raus und dann mit einer Batterie oder mit so einem kleinen Teigroller rollt man das schön aus, macht ein bisschen Wasser ran, klatscht es an den Panzer und dann kann man schön das Muster reindrücken. Das funktioniert einwandfrei. Braucht aber auch ein ganz klein bisschen Geduld, aber das Zeug, das braucht ewig, bis es hart wird. Also 6 Stunden könnt ihr euch Zeit lassen und dann bindet das Zeug erst ab. Also da ist das alles kein Problem. Den Pinsel kann man hier nicht rausziehen. Der reicht eigentlich fast bis zum Boden, aber auch nur fast. Und ich habe das so gemacht, wenn ich zum Beispiel hier drin nur noch ein ganz kleines bisschen habe, dass ich nicht mehr rankomme, ich arbeite nur mit dem und dann schütte ich den einfach in das nächste Glas mit rein, wenn das Glas ein bisschen leer ist. Also da wird nichts verschwendet oder so, da mache ich dann einfach dann in das nächste mit rein. Ich habe ja genug von dem. Ich habe ja mal, wie gesagt, eine ganze Stiege davon mal gekauft. Weil es da gerade so schön im Angebot war. So, dann kann der hier eigentlich weg. Können wir den wegmachen. Ja, es ist natürlich alles jetzt ein bisschen doof, dass das jetzt hier so ist, aber das will man machen. Das ist nun mal live. Und dann muss man halt eben damit rechnen, dass einiges da auch nicht so funktioniert, wie wir das gerne wollen.
Und hier das jetzt rauszukriegen, das ist eine mörderisch furchtbare Arbeit. Flüssig Harz 3D-Druckerachse, da kannst du dich mit Dennis zusammentun. Dennis kann dir da die Fragen beantworten. Dennis hat es auch geschafft, dass ich mir jetzt auch so ein Ding gekauft habe. Ich warte jetzt nur noch, bis er da ist. Dennis hat auch ein super Video davon gemacht, wo er seinen, Drucker ausgepackt hat. Also ich schleife das jetzt hier mal runter. Ich mache das jetzt nicht hier, weil sonst wackelt das hier alles so. Also man kann viel mit so einem 3D-Drucker machen, auf jeden Fall. Ich habe gedacht, das geht wesentlich einfacher hier raus. Ey. Oh Mann, ey. Na, das kann jetzt auch ein Armfüller werden, hier das Ganze hier rauszuschneiden. Aber wir wollten es so. Hallo David, du bist auch da. Unser Mann an der Leopardfront. Hab doch irgendwo noch so eine Klinge gehabt. Mal gucken, wie die Klinge hier funktioniert. Ich wusste es doch. Ich habe irgendwo noch diese ganzen Spezialklingen alle, wo man dann so in der Mitte was rausschneiden kann. Aber ich glaube, da sollte ich mal lieber die nehmen, weil sonst bricht die ab und haue ich mir die wirklich nur einen Finger rein. Das geht. Mit viel Geduld. Modellbau ist ja eine Geduldssache. Ich weiß noch, wo ich bei meinem Sturmtiger von Revell auf der einen Seite das ganze Zimmerit abgekratzt habe. Oh, da habe ich 3-4 Tage gebraucht, bis das alles runter war. Denn man muss ja auch an den ganzen Details muss man ja vorbeigehen und oh, furchtbar. Wenn man da nicht richtig mit dem Messer reinkommt, ist das schon eine ganz schöne Qual. Also so ein Drucker, ne? Ich habe das vorher auch nie gewusst und habe mir dann mal ein Video bei YouTube angeguckt, wie überhaupt so ein 3D-Drucker funktioniert. Das ist total cool. Man muss sich das eben so vorstellen.
dass ihr einen Tank habt. Da ist das Resin drin. Von oben kommt dann so ein Ding runter, wo dann die Figur dran kleben bleibt. So, unter diesem Tank ist eine durchsichtige Schicht. Also der Tank besteht aus einer durchsichtigen Schicht Folie. Und dann kommt vom Drucker ein Glas. Und in dem Drucker ist ein Display. So, der Drucker bekommt seine Datei und zeigt dann zum Beispiel an, ich möchte jetzt, was weiß ich, einen Kreis drucken, ne, dass ich vielleicht eine Säule oder sowas drucke. Und dann sieht man wirklich die erste Druckschicht, das macht er dann, projiziert er das dann da drauf und von unten sind kleine UV-Lampen. Und die belichten das, dass dann das Harz mit UV-Licht belichtet wird, wird hart und dann war die erste Schicht. Ne? Der Drucker fährt hoch, fällt wieder runter und dann kommt die zweite Schicht, wird wieder projiziert und so weiter und so weiter. Also da sind dann so ein paar 10.000 Schichten oder sowas dann für so ein kleines Modell. Ne? Aber es ist immer dann Stück für Stück wird wieder was Neues darauf projiziert und eben durch diese UV-Lampen dann ausgehärtet. Und so entstehen die Schichten. Also es ist unglaublich, wie das da funktioniert. Also ich hätte es vorher auch nie gedacht, dass das so eine Technik da ist. Aber wenn man sich da mal für begeistert und sich das dann mal so zu Gemüte nimmt, diese Technik, dann ist es sehr interessant. Vor allem, dass das auch alles so funktioniert. So, und jetzt schleifen wir den hier noch schön ab. Also, was ich jetzt zu 100% so wiedergegeben habe, das weiß ich jetzt nicht. Aber so ungefähr ist die Vorgehensweise von so einem 3D-Drucker. Es ist nichts anderes, als dass da eben ein Display ist, was dann die Schicht anzeigt. Und dann sind dann UV-Lampen in dem Drucker drin, die dann das Ganze dann durch diese Maske projizieren, diese projizierende Maske dann dadurch belichten und somit entstehen dann auch die Formen. Voll cool. Na, die Dateien, die kann man sich aus dem Internet ziehen. Und dann hat man dann so ein Programm auf dem Computer. Dann kann man sich das dann angucken, wie man das dann alles dann gestaltet, weil viele Figuren brauchen dann auch noch Unterstützungen, weil ihr seht ja immer, wenn man so eine Figur hat, dann sind da so eine kleine Säulen drunter. Und die brauchen dann so eine Art Unterstützungssäule. Und das fügt dann das Programm dann mit ein und da kann man auch noch selber mit was einfügen. Also da müsstet ihr euch dann mal ein paar YouTube-Videos angucken, das habe ich dann auch gemacht. Und da wird es dann alles ganz genau erklärt. Also das ist irgendwo dann auch total cool. Und der ist jetzt schief dran. Also muss der noch mal kurz mit Gewalt ein bisschen abgebrochen werden. Knack. So, dann müssen wir den hier noch mal erstmal richtig ausrichten nachher. Also das ist so ein 3D-Drucker ist ja auch irgendwo eine Wissenschaft für sich. Aber wenn man das ganze Prinzip verstanden hat, dann ist das eine coole Sache. Und man kann eben die Figuren, die man sich dann als Datei holt, die kann man x-beliebig groß machen, soweit wie der Drucker reicht. So hat mir Dennis das erklärt. Und so haben die das dann auch in dem Video gezeigt. Also man kann so eine kleine Figur drucken, man kann sie aber auch so groß drucken. Ja, und das ist dann halt eben so eine coole Sache. Und die Dateien, die bekommt ihr dann halt im Internet auf verschiedenen Seiten. Und entweder ihr müsst dann eine Datei bezahlen oder nicht. Es gibt kostenlose Dateien und es gibt dann auch hochwertige Figuren, die wesentlich genauer und schöner aussehen. Ja, für die muss man halt eben mal $5 bezahlen oder sowas, aber das ist ja nun auch nicht schlimm. Das ist kein Geld, sagen wir es mal so. Also wie gesagt, ich warte jetzt bis Anfang nächsten Monats und dann kommt mein 3D-Drucker. Irgendeiner in der Gruppe hatte den schon gehabt. Der hatte den irgendwie mal bei eBay geholt oder sowas. Ja, ja, mein Gott. Ich warte halt. Ist nicht schlimm. Ja, und wenn man es kann, über CAD und so weiter, also Computer Aided Design, dann kann man sich so eine Figur auch selber machen. Es gibt Figuren, die haben so ausgestreckte Arme. Die muss man dann nochmal in einem Programm bearbeiten. Da gibt es ja auch nochmal Programme für. Aber das ist eine Wissenschaft für sich. Also ich bin da auch, ich muss mich da auch erstmal noch einarbeiten, sagen wir es mal so. Denn es gibt so viele Sachen, da ist der Markt richtig voll
Und vor allen Dingen sind auch so viele Möglichkeiten, die man damit machen kann. Man kann zum Beispiel so einer Figur, kann man da ein sogenanntes Skelett dann verpassen. Und dann kann man die Arme und die Beine in die Richtung machen, wie man will. Und das ist total cool. Also, wenn man sowas drauf hat mit dem Programm und so weiter, dann ist man echt genial drauf. Also wie gesagt, bei mir dauert es noch eine ganze Weile, bis ich das hinkriege. Ich habe mich damit so einem Programm jetzt auch noch nicht so richtig befasst mit. Aber da gibt es ja auch viele, viele schöne Erklärvideos im Internet. Also YouTube ist da voll davon mit diesen Videos. Das kann man so jetzt nicht alles einmal auf einmal erklären. Da muss man halt eben auch mal schauen, dass man da YouTube zu Rate zieht. Oder in Foren sich das Ganze anschaut. Es gibt ja auch Gruppen bei Facebook zum Beispiel, die sich da mit 3D-Druck befassen und so weiter und so weiter. Ja, Thomas, das ist ja, man muss es halt abwiegen, ne? Ob man dann die Zeit dafür hat oder nicht. Es ist natürlich eine schöne Sache, wenn man irgendwo Teile braucht. Sagen wir mal, wenn ich jetzt zum Beispiel eine F-18 brauche und da eine Harpoon-Rakete brauche, die ich dann vielleicht im Set für 20 Euro erst kriege, in 1:48, oder ob ich dann meinen 3D-Drucker dann da habe und dann für die Rakete vielleicht 5 Cent bezahle. Ne? Also das ist dann halt eben so eine Sache. Und da muss man halt eben auch schauen, welche Figuren man gratis bekommt, für welche Figuren man was bezahlen muss. Aber das ist meistens nicht so wirklich so, dass das große, dolle Geld, also es sind meistens immer so 5 bis 10 Euro sind das, die man vielleicht für so eine Figur bezahlen muss. Also meistens sind es ja auch hier Markenfiguren, Star Wars und so weiter. Da muss man dann halt schon mal ein bisschen Geld investieren. Ja, aber das ist halt eben nicht so schlimm, wenn ich mir angucke, wie dann da zum Beispiel der Baby Yoda aussieht, den Dennis da gedruckt hat und den seine Frau dann bemalt hat. Wahnsinn, der sieht richtig geil aus. So, natürlich ist es dann auch schön, wenn dann der Partner dann die Figur druckt und die Partnerin das dann anmalt. Aber es ist halt eben cool, wenn man jetzt sagt, okay, pass auf, ich brauche für dieses Diorama, was man baut, möchte man zum Beispiel die Figur haben und dann die Figur. So, und die findet man dann als 3D-Druck dann wesentlich schneller als irgendwo in Plastik oder in Resin gegossen. Ne? Wie zum Beispiel, wo ich jetzt für ein Diorama brauche ich moderne Zivilisten, so die dann halt in einem Museum stehen. Findet man nicht. Man findet die echt nicht. Das Einzige, was ich gefunden habe an modernen Zivilisten, waren diese zwei Mädels, die eine Kamera gehalten haben. Und das war's. So. Und dann habe ich zu Dennis gesagt, los komm, wir gucken mal. So, und da Dennis ja schon mal seinen Drucker da hat, hat er gesagt, komm, schick mir einfach die Dateien und ich druck sie dir. So, und da hatte ich dann bei so einer Webseite, hatte ich dann, glaube ich, 10 oder 15 Dollar bezahlt. Und da hatte ich dann 4 Figuren gehabt, die dann Dennis für mich ausdruckt. Dann sagt er dann so, okay, pass auf, ich mache einen Testdruck und schau mal, wie die aussehen und die sehen geil aus. Total cool. So, der einzige Nachteil, den wir jetzt hier haben, wenn wir jetzt hier hinten reinschauen, dann haben wir hier an der Düse, haben wir dann die Nieten rein, die wir hier nicht haben. Doof. Ist aber nicht schlimm. Und wenn wir hier genau reingucken, sehen wir hier genau das Ende von der Brennkammer. Sehen wir hier nicht. Auch doof. Aber naja. Wie gesagt, ich gehe damit nicht zu einer Ausstellung. Ich habe damit keine Probleme. So. Somit ist das Ding jetzt zentriert. Immer noch nicht fest. Das ist halt der Sekundenkleber. Ja, und das ist halt eben der Vorteil beim 3D-Druck, was du so nicht kaufen kannst, das kannst du dir dann eben drucken. So, und wenn du dann
andere Teile brauchst für deinen Drucker, zum Beispiel eine Abdeckung oder sowas, dann gibt es bestimmt immer irgendwo noch Leute, die dann noch so einen anderen Drucker haben hier mit diesem Filament. Ne? Das war dann zum Beispiel, da hatte Dominik dann für mich und für Dennis dann so einen Deckel gebaut oder gedruckt. Und den haben wir ihm als Datei geschickt. Fertig, ne? Hat er das ausgedruckt, das ging ratzfatz. Und dann war gut, der Deckel hat gepasst. Cool. Uhr noch nichts geschafft hier, ey. Oh Mann. Ja, aber ja, guck mal, er ist so eigentlich so ziemlich mittig. Ich glaube, den können wir dann so lassen. Ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen Aktivator reinsprühen. In der Hoffnung, dass der auch da durchgeht, bis da unten hin, wo der Kleber eigentlich ist. Oh, das Zeug stinkt, ey. Ich glaube nicht, dass das Resin so doll stinkt wie hier der Aktivator, ey. Oh. Doch, er läuft bis unten durch. So, so sieht es gut aus. Da. Und so lassen wir das jetzt auch. So. Wenn wir uns denn Bilder anschauen, wie denn so die A10 mit dem Triebwerk von innen aussieht. Ist das denn auch, na nee, das ist ja hier, wo einer was gebaut hat. Innen drin ist es alles schneeweiß. So, das heißt also, wir werden die dann so weit zusammenbauen, bis wir dann zum Lackieren wiederkommen. Du weißt doch gar nicht, wie hier mein Aktivator stinkt. Das weißt du doch gar nicht. Nee, Spaß beiseite. Ich habe aber auch einen gehabt bei einem 3D-Druck. Bei einer 3D-Druckgruppe und der hat gesagt, dass eigentlich nur der Reiniger stinkt, also dass das ganze Isopropanol und so weiter. Ja, muss man halt eben schauen. Wie gesagt, jeder definiert Geruch anders und dementsprechend lasse ich mich jetzt da überraschen. Ich von vornherein, das stinkt alles. Dennis meint ja, dass es ja eben reicht dann mit geöffneten, angekippten Fenster. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ist doch alles gut so. Da muss man jetzt halt nicht irgendwie da so großartig dann so sagen, Hilfe, das stinkt, das macht mich tot. Und wie hat einer gesagt, ich habe mich ja so köstlich amüsiert über das Video. Wenn einer 3D-Druck macht, dann wird er sowieso nicht mehr in den Greta-Fanclub kommen und auch eine lebenslange Sperre haben, weil wie gesagt, alles das, was da gemacht wird, das hat was mit Chemie zu tun und das ist auch nicht so gut für die Umwelt. Ja, mein Gott. Modellbau ist auch nicht gut für die Umwelt. Ich meine, das ist alles hier aus Plastik und Plastik wollen sie dann verbieten und bla und Keks. Tja, also lassen wir es dann so. Also ich habe damit kein Problem. Ich werde auch nicht in den Greta-Fanclub kommen und will ich auch gar nicht. So, und jetzt schauen wir mal, wie wir das auf der anderen Seite machen, denn eigentlich möchte ich ja so wenig wie möglich Aufwand haben. Das heißt also, ich werde jetzt mal gucken, ob ich dieses Triebwerk jetzt, das ist ja dann das, wo dann hier alles geschlossen ist, ob ich das so einbauen kann, wenn die Gondel zu ist. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Also ich möchte die Gondel hier soweit so zumachen. Und dann lackieren, sodass ich dann später die Triebwerke hier einbauen kann. Das müsste funktionieren. Ich meine, mit dem hier funktioniert. Das haben wir ja getestet. Das braucht man nur hier rein, da anzukleben, fertig. Aber ob das mit dem anderen auch funktioniert, weiß ich noch nicht. Finden wir es heraus. Ja, das ist auch gut, ne? Der kommt dann gar nicht mehr bei uns hier rein oder sowas. Aber das ist schon so gut verspachtet, jetzt passt das Ding hier auch nicht mehr rauf. Doch, es passt. Aber mit Widerwillen. Aber ich möchte halt eben hier diese Struktur hier an der Seite haben. Dann schauen wir mal, wie das dann aussieht. Wir stecken es jetzt erstmal zusammen. Eine Trockenanpassung. Und da seht ihr, es ist immer wichtig, eine Trockenanpassung zu machen. So,
Der kommt jetzt da, der soll da rein. Hält der nur an den vier Dingern hier? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der nur an diesen vier Dingern hier hält. Tatsache. Okay. So, wir haben ein Triebwerk zusammengebaut. Okay. Ja, ich habe auch bei mir jetzt schon ein bisschen geguckt. Ich kann bei mir dann einfach da, wo der 3D-Drucker steht, dann bohre ich da ein Loch in die Wand rein. Und dann kann ich da wunderbar so einen Durchzug machen. Da kommt ein Loch in die Wand rein und dann wird ein 100er Rohr durchgezogen. 12 Volt PC-Lüfter ran gemacht. Und dann habe ich auch sowas wie eine Ablüftung. Wie eine Abluftanlage. Das ist auch in Ordnung. Und das klappt so, wie ich mir das hier vorstelle. Ja, also kriegen wir das da rein. Wir kriegen das Triebwerk da rein. Okay, also wir können das Triebwerk, wir können die Triebwerksgondel zusammenbauen und können das dann alles so fertig machen. Ist ja auch gut so, dann können wir das alles schön verspachteln und so weiter. Und dann passt das. Können wir es dann auch dementsprechend, wenn dann das Flugzeug lackiert wird, lackieren wir dann alles fertig, lackieren innen drin alles weiß. Und dann passt das. Und hier passt zum Beispiel hier dieser Nibbel hier schon wieder nicht. Also muss hier was weg. Nee, wir haben keinen Aluhut, Dennis. Wir haben hier das von die Dukes of Hazzard. Wir haben keinen Aluhut. Wir haben hier von so einem Gürteltier haben wir den Hut. Das hält besser dann die Wellen ab von der CIA. Chief hat das gesagt. Das klappt besser. Ich feiere den Film so. Die Dukes of Hazzard. Aber der neue, der Spielfilm hier. Den meine ich. Aber hier ist doch wirklich alles ganz schön ein bisschen knatschig, also press gemacht hier. Also knatschig heißt also, das ist hier alles irgendwo ein bisschen auf Spannung hier gerade. Gefällt mir nicht, aber. Da muss man halt eben ein bisschen improvisieren. Und als Modellbauer ist, glaube ich, die Improvisation das Allerwichtigste, was man hier machen kann, machen muss. Denn manchmal passt das nicht so, wie man das möchte. Und dann zitiert man den Erlenkönig. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Hier drücke ich das jetzt zusammen und hier hinten kommt das hoch, ne? Weil es vielleicht ein bisschen verzogen ist. Ja, was dieses sehr heikle und sensible Thema angeht, was ja momentan immer jetzt hier so durch die Medien rumgrassiert, das will ich jetzt hier nicht auffangen. Nö, da soll sich jeder seine eigene Meinung zu machen. Und dann ist gut. Hier geht es, wie gesagt, um Modellbau und nicht um irgendwas, was irgendwo ist. Da sollen sich andere Leute den Kopf drüber machen. Wie heißt es so schön? Es gibt Leute, die wären besser bezahlt als ich. Die sollen sich darüber einen Kopf machen. Ob die sich nun einen Kopf darüber machen und das richtig ist, das wage ich zu bezweifeln. Aber wie gesagt, wir sind hier bei Modellbau und nicht bei Politik heute. Da kann man vielleicht mal eine gepflegte Runde machen außerhalb dieses Streams oder sowas. Und dann, ja, lassen wir das dann auch so stehen. Und diesen Kleber hier, den feiere ich total. Ist halt wie jeder andere ultra dünne Kleber, aber wie gesagt, ich finde den schön. Weil der wirklich in jede kleinste Ritze läuft, so wie sich das gehört.
Aber wie gesagt, es gibt auch Situationen, da greife ich eben auch auf den Revell-Kleber zurück, weil ich dann eben einen etwas dickeren Kleber brauche. Und dann ist auch in Ordnung. Der macht sich zum Beispiel sehr, sehr gut bei Ketten und so weiter. Ja. Und der ultradünne, der zieht auch richtig schön schnell an. So. Nochmal ein bisschen Platz hier. Tada! Passt. Passt sogar richtig schön stramm rein. So, und wenn ich das jetzt lackiere, ich werde dann hier wahrscheinlich dann erstmal die andere Klappe noch vormachen. Diese hier. Und dann werde ich mir aber auch noch überlegen, dass ich da auch noch so eine Abstützung für bauen muss. Und dann wird hier vorne einfach nur zugemacht. Und dann wird erstmal innen drin alles schön weiß gemacht. Dann wird vorne und hinten zugemacht. Und dann wird das restliche Flugzeug lackiert. So. Jetzt lassen wir das erstmal in aller Ruhe kleben und machen erstmal mit dem Heckleitwerk weiter. Ho, das sind ja nur drei Teile. Nee, vier Teile. Nee, sechs Teile. Ja. Schade ist natürlich, dass jetzt hier die Steuerflächen nicht beweglich dargestellt werden können oder halt eben wie die anderen Flächen von den Tragflächen, aber naja, ist es nicht schlimm. Es gibt Schlimmeres. Es wird, wie gesagt, auch einiges dann offline dann wieder passieren, wenn ich dann wahrscheinlich wieder den Fahrwerkschacht vom Bugfahrwerk und dann eben die Triebwerksteile lackiere, also von der Triebwerksgondel. Das wird dann wahrscheinlich offline passieren. Jetzt ist erstmal das Zusammenbauen. Aber trotzdem werden wir dieses Flugzeug von vorne bis hinten bauen und auch lackieren, Bewaffnung und so weiter und so weiter. Also das wird jetzt mal ein Bauvideo wirklich von Anfang bis Ende. Und nicht so wie bei den Panzern, wo ich nur den Rohbau gemacht habe. Nein, hier wird dann eben lackiert und abgeklebt. Muss ich mir mal überlegen, wie ich das mache, weil es sind ja drei Farbtöne. Und teilweise dauert das Abkleben ja extrem lange. Wahrscheinlich werde ich das dann so steuern müssen, dass ich dann das Video beende oder irgendein Video dann beende, wo ich dann die Grundierung von dem Flugzeug rauf mache und dann vielleicht schon die Grundierung brauche ich auch wieder ein bisschen länger zum Trocknen, dass ich dann eben zum Schluss die Grundierung, ach, ich weiß es noch nicht, wie ich das mache, muss ich mir mal einen Kopf machen. Weil ich möchte ja eigentlich auch, dass ihr mit dabei seid, wenn ich das lackiere. Und wahrscheinlich wird es dann so hinauslaufen, dass ich dann die letzte Lackschicht dann mache und dann eben die Maskierung entferne und dann geht es dann weiter mit Decals und so weiter. Weil das braucht ja auch wieder eine ganze Weile mit den Decals. Ich meine, viel sind es bei dem Flugzeug hier nicht. Ist nicht so schlimm wie bei Dennis. Hier ist ja, glaube ich, mit das komplizierteste oder aufwendigste die ganze Bewaffnung. Das ganze Altern und so weiter, das kommt ja auch noch. Nun gut, wir lassen uns überraschen, wie wir es machen. Ich versuche natürlich eben offline dann so viel wie möglich dann vorzubereiten, dass ich euch nicht mit irgendwelchem langweiligen Kram langweile. Das wollen wir natürlich nicht. Also. Deswegen habe ich jetzt auch noch nicht gezeigt, wie man jetzt zum Beispiel die Rumpfhälften dann wieder nachträglich bearbeitet, nachdem sie zusammengeklebt worden sind, weil das ist einfach viel zu aufwendig und viel zu langweilig.
dass man, wenn man da eben da 17 Stunden da am besten nur am Schleifen ist. Nee, das muss man nicht schauen. Es wird dann auch so schnell ermüden. Das habe ich gemerkt beim Cockpit, wo ja halt eben diese, wie viel Einzelteile da allein schon aus PE mit dazugekommen sind. Das ist dann doch irgendwo vielleicht ein bisschen langweilig für einige. Aber so hat man es dann wenigstens mal gesehen. Und so kann dann halt eben jeder mal sagen, probiere ich halt eben auch mal die PE-Teile. Und jetzt ist ja so eine Firma jetzt gekommen, die so eine 3D-Decals hat. Da muss ich auch mal schauen, ob ich vielleicht für eine meiner F-16 mal die hole. Aber für eine einsitzige Maschine da fast 20 Euro nur für diese 3D-Decals bezahlen. Naja, muss ich noch ein bisschen mit mir ins Gebet gehen. Das ist genauso wie zum Beispiel mit Frielketten oder sowas, bin ich auch zu geizig für. Bezahl keine 30 Euro für eine Kette oder sowas. Oder 20. Wenn ich jetzt hier bei meinem Löwen, ich müsste 35 Euro bezahlen für die Kette. Nö, dann tue ich mir das lieber an und nehme die Bausatzkette, die dann sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, aber am Ende trotzdem beweglich ist. Ich meine, dieser Panzer ist ja auch aus der Box heraus, also da ist jetzt nicht irgendwie noch extra PE dazu gekauft worden. Das ist jetzt nur so ein reines Nebenbei-Projekt gewesen oder immer noch. Das ist dann immer so, wenn man dann einige Sachen hat, wenn man dann abends dann da sitzt, während man krank ist und man kann dann abends den Kompressor nicht mehr anschmeißen, dann muss man halt irgendwas anderes machen. So, das ist hier ein bisschen Plastik mal überquillt, das ist nicht schlimm. Das macht sich dann nachher besser, wenn wir dann das Ganze abschneiden und verschleifen, dann haben wir dann keine Trennnaht mehr. Ich mache das immer ganz gerne, dass ich das dann vielleicht noch ein bisschen mehr zusammendrücke, weil so spare ich mir dann auch vielleicht einen Spachtel, so eine Spachtelorgie. Ja, manchmal hat man es auch, dass man das genau plant, zusammendrückt und so weiter. Dann hat man vielleicht immer noch einen kleinen Spalt, den man dann spachteln muss. Und so drückt man das ein kleines bisschen mehr zusammen, dass da ein bisschen mehr Material rausquillt. Und schon hat man sich das Spachteln gespart. Braucht man nur mit dem Skalpell einmal drüber zu gehen und dann einmal kurz mit Schleifpapier und dann ist die Sache auch fertig. Aber schade, ey. Die Steuerklappen hier, die wären auch total genial, dass man die in eine andere Position packen könnte. Kann man machen, muss man aber sehr viel Material wegschneiden, muss man ganz vorsichtig sein. Und ob es die Steuerflächen dann nochmal nachträglich zu kaufen gibt, das weiß ich nicht. Es gibt ja einige Firmen, die haben Resinteile, wo man dann die Steuerflächen dann rausschneiden kann. Und dann als Resinteil so einsetzen kann. Das hatte ich ja bei meiner Wiggen gehabt, die ja jetzt auch wieder auf dem Weg zu mir ist. Der neue Bausatz. Und da hatte ich dann auch aus Resin hatte ich die Steuerflächen abgeschnitten, hatte die dann ausgetauscht gegen Resin. Einige. Und einige hatte ich so plan abgeschnitten, dass ich die einfach nur dann wieder andersrum ransetzen konnte. Was natürlich hier total schwer ist, weil das hier total eingelassen ist. Und da ist das dann nicht ganz so einfach. Also wenn man das dann vorhat, dann sollte man sich schon informieren, ob man das eventuell als Resinteil nochmal dazu bekommt. So, und so wird dann einfach hier das überschüssige Material abgeschnitten. Und dann spart man sich das Spachteln. Das hatte ich mal früher gemerkt, wo ich dann mit Flugzeugen angefangen hatte. Und dann eben den Revellkleber benutzt hatte und der dann wirklich so doll immer übergequollen ist. Und dann wollte ich den immer schon mit dem Finger abwischen. Da hat mein Vater gesagt, nein, mach das nicht, warte. Und dann ist man dann einfach mit der Feile rübergegangen damals. Dann war die Sache fertig.
mit einem 1000er drüber. Ah, nee, das ist 2000. Irgendwo hatte ich noch mal 1000er gehabt. Aber das ist irgendwie jetzt wieder irgendwo unterwegs. Das Schöne ist diese Schleifpads eben hier für so einen Schwingschleifer, ne, die kosten auch nicht viel. Aber gibt es da halt eben von 1000 bis über 2000 bis 5000. Das ist da auch schon eine coole Sache. Aber so viel, wie man dann doch schafft, wenn man krank ist, ich freue mich echt wieder, jetzt am Montag arbeiten zu gehen. Es ist unglaublich, dass einem Arbeit dann doch so fehlt. Ich meine, ich habe zwar hier zu Hause genug zu tun gehabt, aber ich freue mich auf meine Arbeit. Ganz einfach. Katastrophal, dass man das so sagt, aber ich freue mich wirklich auf Arbeit. Das ist halt eben, wenn man sich auf seine Arbeit freut, dann weiß man, dass man Arbeit hat, die einem Spaß macht. Gibt nicht viele. Viele sagen sich so, oh, Montag, boah. Ja gut, gibt es bei mir auch öfters mal, aber es kommt immer darauf an, das liegt bestimmt nur daran, weil man dann weiß, was man für Arbeit machen muss. Dass man sich dann auf Montag nicht freut. Mal schauen, ob man hier das Ende sieht, wenn man dann die Steuerfläche dran hat. Ja, toll. Also muss man jetzt hier noch ein kleines bisschen überspachteln, weil das sieht man auf jeden Fall und das ist in Wirklichkeit nicht so. Da ist nicht so ein Spalt in der Steuerfläche drin, weil die Steuerfläche ist nämlich komplett zusammen. Da hat man nicht hier sowas. Hätten sie vielleicht auch noch ein bisschen besser aufpassen können. Ja, das war mir klar, dass du wieder ankommst mit Montag ist Schontag. Ja. Ja. Es ist halt so. Ich habe mich voll geoutet, dass ich arbeitswütig bin und mich auf meine Arbeit freue. Ist auch immer so schön, wenn du den Kindern sagst, hey, freut euch, Montag ist wieder Schule. Abwarten. Ich habe meinen Eltern damals auch nicht geglaubt, wo sie zu mir gesagt haben, du wirst dich noch um deine Schule wünschen. Also du wirst dich noch wünschen, wieder zur Schule zu gehen. Hm, klar, dachte ich mir, träumt mal weiter. Naja. Und manchmal war es dann sowieso, oh Gott, scheiße. Oder, oh, ich möchte wieder zur Schule. Ja. Aber erzähl das mal heute mal deinen Kindern. Die glauben dir auch so, ja, nee, klar, der Alte spinnt oder sowas, ne? So, ja, wie gesagt, Dennis, ne, es wird Zeit, dass du auch dein Video dann machst, wo du dann deinen Arbeitsplatz vorstellst. Also, ne, das ist ganz, ganz wichtig noch. Vordere Fahrwerkschacht, die müssen wir auch noch machen. In der Zeit kann das hier mal erstmal alles schön trocknen. Und dann können wir uns der vorderen Fahrwerkschacht schon mal zu Gemüte ziehen.
Nur wir haben unseren Eltern nicht geglaubt. Das ist es ja. Die haben sich sogar gesagt, ja, nee. Komm mal in unser Alter, Kind, ne? Dann wirst du dir auch sagen, Und es war so. Schon krass. Hier sind zwei Auswurfmarken drin. Oder bis 3, 4. Aber die kriegt man eigentlich relativ gut weg. Natürlich ist auch genau hier sind auch zwei Stück. Muss ich mal schauen, ob ich die vielleicht auch noch mal anders wegbekomme. Hab mein 1000er Schleifpapier gefunden. Cool. So, die habe ich gesucht. Ja, was heißt, dir fehlt das Konzept dazu? Einfach aufräumen und dann anfangen. Zeigen, hier wohne ich. Hier ist mein Revier. Und dann geht's los. Ich selber habe auch noch kein Konzept. Und weg sind sie. Aber du machst das schon, Dennis. Denn wir alle sind ja auch gespannt, wie das bei dir aussieht. Hier ist noch eine Trennnaht drin. Die muss weg. Und für alle die, die jetzt noch was haben wollen, T-Shirts etc. und Tassen, ich habe euch nicht vergessen. Wie gesagt, ich muss jetzt da eben nur mal wieder ein bisschen Zeit finden für. Und ich muss mich mit Vistaprint dann nochmal in Verbindung setzen, weil da noch ein paar Sachen sind, die ich gerne hätte, wo sie mir dann da mal mit Rat und Tat zur Seite stehen. Damit es auch was wird, damit es auch gut aussieht. Das ist ein Fahrwerkschacht, der sehr interessant aufgebaut ist. Was auch lustig ist, dieser Fahrwerkschacht, der passt nachträglich noch in das Flugzeug rein. Naja, dieses ganze Flugzeug ist sowieso ziemlich merkwürdig. Aber halt eben, wir wissen ja warum. Kommt dabei raus, wenn man ein Flugzeug um eine Kanone rum designt. Deswegen ist ja auch das Bugfahrwerk nicht in der Mitte, sondern an der Seite, weil man dann eben Platz brauchte für die Kanone. Das sieht auch dann von vorne total
total komisch aus, wenn dann eben das Rad nicht in der Mitte ist. Aber das baue ich noch nicht ein, weil von hier außen kann man das wesentlich besser lackieren, als wenn es eingebaut ist, wenn dann nur noch das bisschen hier ist. Da kommt man mit der Sprühpistole wesentlich besser rein und man kann auch die ganzen Details noch mal ein bisschen machen. So. Na, und das wird dann hier einfach reingesetzt. So, nochmal schauen, wie das dann aussieht mit den Spaltmaßen und so weiter. Dass man das dann erstmal noch alles in Ruhe vorbereitet dann. Aber es scheint auch ganz gut so zu passen. Man muss hier und dort vielleicht ein bisschen noch angleichen. Zu 100% passt es nicht. Das ist auch klar. Damit habe ich auch gerechnet. Weil halt ganz schön viel Spannung drauf ist. Und hier an der Seite ist auch wieder, da muss man erstmal ein bisschen das alles hinwurschteln, wie man das möchte. Hat ja auch keiner gesagt, dass es einfach wird. So. Jetzt müsste ja unsere Spachtelmasse ja schon eigentlich gut angetrocknet sein. Und hier innen drin sehe ich noch so eine kleine Formtrennaht hier. Die uns dann nachher beim Einkleben sowieso wieder im Weg sein wird. So. Also das Plasto von Revell ist immer sehr schnell trocken. Wenn ich da mal so ein paar gröbere Sachen habe, dann nutze ich das eigentlich ganz gerne. Weil es auch so schnell trocken ist. So lassen wir das. So lassen wir das und so kann es bleiben. So. Schauen wir mal, hier sind wieder so ein paar kleine Sachen, die weg müssen. Und hier werde ich dann auch wieder den dickflüssigen Kleber von Revell nutzen. Weil der dann doch eben zu einem gewissen Grad durch seine Zähflüssigkeit auch schon dann einige der Spalten, die dann da entstehen, noch gleich zuschließt. Nicht zuschließt, sondern verschließt. Zuschließen ist ja was anderes. So dass man da so wenig wie möglich dann nachher spachteln muss. Wir sehen hier vorne, sehen wir dann auch noch wieder einen Spalt. Aber das muss dann halt eben alles dann noch schön gespachtelt werden. Also Spaltmaße sind einige mit dabei. Aber wie gesagt, im Gegensatz zur A10 von Tamiya ist das ein wesentlich besserer Bausatz, den von Italeri kann ich nicht beurteilen, weil ich den von Italeri noch nicht in der Hand hatte. Wer da Erfahrung mit dem Italeri-Bausatz hatte oder hat, der kann das gerne schreiben. Ich glaube aber, bei Italeri sind hinten wenigstens die erhabenen Strukturen so, wie sie sein sollen. Heckbereich von der A10 sind eigentlich Nieten dargestellt,
Hallo Montes, ich grüße dich. Da sind Nieten dargestellt, die eigentlich erhaben sind, die dann aber eben bei der Hasegawa, wie komme ich immer auf Hasegawa machen, weil es auch mit H anfängt, die bei dem Hobbyboss-Flugzeug eben nicht sind. Da haben wir aber eben schöne versenkte Gravuren. Auf der einen Seite ist es schön, dass wir viele versenkte Gravuren haben, auf der anderen Seite ist es halt aber eben blöd, weil eben diese Gravuren nicht versenkt sein sollen. So, dann gucken wir einmal rüber, ob das auch so alles so halbwegs gerade ist. Und dann. Ah ja. Guten Morgen. Das kommt von unten ran. So, andersrum. Na, es kommt von unten gegen. Einmal nicht aufgepasst. Aber haben wir es noch gemerkt. Es wäre schlecht, wenn es jetzt dann schon fest gewesen wäre. Und wir hätten es erst dann gemerkt. Das wäre wesentlich schlechter geworden. Das wäre auch wesentlich peinlicher geworden. Aber naja. Das ist das, wo ich meinte, immer wieder, nobody is perfect. Und dann ist das so. Schön, ich bin nicht der Einzige, dem das passiert ist. Ach, wie herrlich. Ach, schön. Ja, weil man immer bei sowas immer denkt dann, dass es dann von oben rauf kommt. Nein, das kommt von unten rauf. Schön. Okay. Ich könnte jetzt mit dem Winkelmesser, könnte ich jetzt genau 90 Grad ermitteln. Das mache ich aber nicht. Ich habe hier meine Bauunterlage, wo ja hier diese ganzen Kästchen alle sind. Und da kann ich das dann auch ausrichten, dass es alles schön 90 Grad hat. Und damit es nicht wieder in irgendeine Position zurückrutscht, stellt man da was Schweres ran. Und auf der Seite auch. Schon. Kann man sich das da alles zurecht rücken, wie man das möchte. Ja. Was gibt's zu erzählen? Gar nichts Neues gibt's zu erzählen. Wie gesagt, bis auf dass wir jetzt auch das haben mit diesem Superchat. Aber ich glaube, da braucht man eine Kreditkarte für. Ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert, müsste ich mal nochmal machen bei irgendeinem. Oder ob man es mit PayPal einrichten kann. Normalerweise, wenn ich irgendwelche Filme schaue, dann wird es bei mir vom PayPal-Konto abgezogen. Und warum man jetzt beim Superchat dann jetzt auf einmal dann eine Kreditkarte braucht, weiß ich nicht. Ich kann ja mal gucken, ob das auch so funktioniert. Aber muss ich euch mal hier mal kurz wegnehmen. Ja, mit einem Sticker kommt eine Reaktion. Mehr dazu. Aber wie ist das mit dem Bitollen? Ich finde das immer gut. War diese Antwort hilfreich? Ja. War sie hilfreich? Weiß ich nicht. Gut. Ob man das jetzt bei YouTube hier genau einstellen kann, weiß ich auch nicht. Einstellungen. Ah, Abrechnung und Zahlungen. Da steht es doch. Schneller Kauf. Festlegen, wie du bei YouTube bezahlt. Schnellen Kauf aktivieren. Der Kauf ist. Ich will ihn aktivieren. Was soll denn das jetzt hier?
Ach, was weiß ich, da muss ich mich mal später mit befassen. Keine Ahnung. Wer weiß, wie das jetzt funktioniert. Muss ich mich mal damit befassen, wenn ich offline bin. Dann kann ich mir das mal ganz genau anschauen und dann schauen wir mal, wie das wird. Oder hat irgendeiner von euch diese Funktion schon mal benutzt von diesem Superchat? Ich weiß das nicht, wie das da genau funktioniert. Okay, jetzt haben wir fertig. Wir können an die A10, können wir mal ein paar Kleinteile anknallen, damit wir schon mal hier ein bisschen weiterkommen. Ich habe hier nämlich auch überall noch ein paar Antennen gesehen, die wir noch mit anbauen können. Den A-Satz brauchen wir auch. D. N. Ach, Leute, 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 Leute. Wo ist denn bitte L? L3. Na, wir haben ja auch eine Teilübersicht irgendwo. Ah. L sind Klarsichtteile. Aber wieso jetzt da hinten ein Klarsichtteil rankommen soll, weiß ich auch nicht. Na gut. Es wäre auch mal schön zu gucken, welche Farbe das Ding braucht, aber das steht da auch nicht drin. Naja. Dann machen wir mal hier diesen kleinen Pinorik da hinten ans Heck ran, genau. Man muss jetzt natürlich auch genau aufpassen, dass man dieses Teil jetzt hier nicht irgendwo dann wieder verliert, dass es dann irgendwo das Teppichmonster wieder frisst. Perfekt. Ja, du, ich will mir die Black Widow, also die Y23 auch mal kaufen, weil die interessiert mich ja auch, weil ich ja eben die F22 ja hier auch habe. Nur ich warte immer noch auf ein gutes Angebot bei eBay und möchte nämlich nicht immer gleich die 45 Euro bezahlen, die das Ding eigentlich da kostet. Oder 43 Euro. Ansonsten finde ich dieses Flugzeug sehr, sehr interessant. Auch allein das, was es konnte. Und eigentlich, wenn man so sieht, ist dieses Flugzeug ja auch eigentlich damals besser gewesen als die F-22, wenn man den Berichten Glaube schenkt, was denn da damals alles dann berichtet wurde, wo die beiden Flugzeuge getestet wurden. Und dementsprechend warte ich ja nur darauf, dass ich dann eben mal ein gutes Angebot für dieses Teil bekomme. Und nein, ich werde es dann nicht verkaufen, weil ich möchte das Ding selber bauen. Ja, 45 Euro ist natürlich schon eine ganz schöne Hausnummer, ne? Für ein Modell, wo am Flugzeug eigentlich nicht so wirklich viel dran ist. Aber naja, was will man machen, ne?
Die sagen sich so, entweder der Modellbauer bezahlt es oder bezahlt es nicht. So, und hier haben wir natürlich auch noch ein bisschen was zum Wegschleifen. Müssen wir am Ende mal schauen, wie dann die Gravur noch zu sehen ist. Ansonsten muss man die Gravur dann halt eben noch ein bisschen nacharbeiten wieder. Zu 100% ist der Kleber auch noch nicht trocken, aber zu 95% ist er trocken. Dass wir dann hier nochmal ein paar Nieten nachgravieren können. Man könnte sich jetzt auch eine Schablone holen, dass dann die Nieten im genau richtigen Abstand sind, aber das mache ich nicht. Wie gesagt, ich gehe mit dem Ding nicht auf irgendwelche Ausstellungen. Das ist nur für mich. Ja, wie gesagt, 10 Euro weniger wäre auch so eine Sache für mich, ne? Aber es gibt sehr oft die YF23 auch als in der Auktion. Und da muss man halt eben schauen, dass man da vielleicht mal ein schönes Schnäppchen macht. Was aber leider nicht so oft ist, wie ich denn bemerkt habe. Aber hey, mein Gott, wenn ich so überlege, was alles mein Stash hier hinter mir, wie ich dafür gebraucht habe, dann sage ich mir so, gut, okay, ich habe Zeit, ich kann warten, ich habe genug zu bauen und irgendwann mal wird dann so sein. Na super, so ist natürlich immer am besten, ja. Du sollst doch vorsichtig sein. Na, lass dir von Mutti einen Finger, einen Pflaster raufmachen, dann geht das weiter. Ja, das ist auch eine gute Frage. Wann kommt die SR71 von Revell? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht beantworten. Achso, Dennis, wenn die Wunde nicht zugeht, einen Tropfen Sekundenkleber oben drauf. Dann ist sie schnell. Funktioniert sogar und ist auch nicht giftig. Das ist so mal so die erste Hilfe beim Modellbau. Wenn dann mit der frischen Klinge dann direkt in die Pfote gehackt wird. Sekundenkleber drauf und dann ist gut. Aber ich glaube, die Größe von der SR71, die würde dann mein Maßstab dann auch dann irgendwann mal so, ja, ich wüsste gar nicht, wo ich sie unterbringen sollte, ne, weil sie halt eben in ihrem Maßstab schon schön groß ist, wenn ich ja schon mit der Global Hawk Drohne schon ein paar Probleme kriege, aber da habe ich eine Lösung gefunden, weil die ja auch nicht so hoch ist. So eine Lösung wird mir bei der SR71 dann wahrscheinlich nicht einfallen, einfach mal so einen Schaukasten zu bauen, wo ich die dann da reinsetze. Mit einem Satellitenfoto drunter. Kann man natürlich auch machen. Ne? Braucht man aber einen etwas größeren Kasten dann dafür. So. Ich meine, es ist schon sehr interessant, dass man hier nicht so viel abgeschliffen hat, aber diese Gravur, diese Ringe hier, die müssten eigentlich drum herum gehen. So viel habe ich gerade gar nicht weggemacht. Die sind ja allein schon vom Bausatz her gar nicht so vorgesehen gewesen. Aber eigentlich gehört das hier drumherum, sodass man da auch ein bisschen nacharbeiten muss.
nimmt man sich auch eine neue Klinge. Dann kann man da so ein bisschen die Strukturen hier nachmachen, die versenkten Gravuren. Ich kaufe dann da lieber den Topol, den dann Trumpeter dann rausbringt, den Topol M. Und mit 64 cm ist das natürlich auch schon ein Riesenteil. Da brauchst du noch einen großen Bilderrahmen für deine B1, allein schon wegen dem Heckleitwerk. Ich habe die damals gebaut, wo sie... Ich weiß das nicht, ich glaube, die habe ich noch gebaut, wo ich in Berlin gewohnt habe. Das war aber schon eine Weile her. Also, da hatte das Modell auch noch Gummiräder gehabt. Ich glaube, jetzt die neu aufgelegte Version hat keine Gummiräder mehr. Und da war die schon ganz schön groß. Und das mit einem Bilderrahmen zu machen, da brauchst du einen sehr, sehr großen Bilderrahmen. Wenn ich jetzt schon überlege, dass ich für meine Global Hawk, da brauche ich 90 mal 60 und in der Höhe mal 15. Das wird auch schon ein schöner großer Kasten werden. Da brauche ich ja schon bald einen Mauerwerksanker, um das Ding überhaupt richtig an die Wand zu kriegen. Aber ist natürlich eine coole Sache, ne? Wenn dann ein Flugzeug in so einem Rahmen drin hängt. Hat wenigstens einen Vorteil, man muss kein Fahrwerk bauen. Ja, mach das mal. Dann können wir mal in aller Ruhe mal darüber quatschen, über den Wirbelwind. Und dann werden wir mal schauen, was dann passiert. Dann kann ich nämlich entscheiden, ob ich den dann mir auch besorge und dann ein Inbox-Video vom Wirbelwind mache oder nicht. Eigentlich gehört sich das ja, ne? Muss man ja eigentlich machen. Schöner riesengroßer Griff hier unten dran, den kennen wir normalerweise nur bei Panzern. Aber die A10 hat auch so einen großen Griff da unten dran. Gut, dann kommen jetzt Antennen ran. Und die passen eigentlich alle wunderbar da rein. Ach so, ja, na gut, da musst du dann aber schauen, ne? Dann sollte man dann von dem Rahmen die Seiten dann auch in Plexiglas machen, weil sonst sieht man wenig Details davon. Ne? Wenn dann den Rahmen komplett aus Holz machst und nur den Deckel aus Plexiglas, dann sieht man davon nicht so wirklich viel. Ja, genau. Bitte nicht am Lack lecken. So, jetzt muss sie auch mal umgedreht werden, um zu gucken, was wir da oben raufhauen. Ja, und das ist halt eben das Problem, was ich ja auch habe mit meiner Global Hawk Drohne, weil die ja so riesengroß ist, dass sie in keine Vitrine passt. Ja, bin ich dann immer so ein bisschen, komme ich dann in die Bredouille,
weil ich nicht weiß, wie ich das dann alles anstellen soll. Und da hatte ich dann auch, wie ich ja in dem Video dann schon gesagt habe, will ich dann auch so ein, wie so eine Art kleinen Schaukasten bauen. Und der hat ja eben nur eine beschauliche Höhe von 11 cm. Das ist ja nicht viel. Und da kommt dann ein Satellitenfoto unten rein, dann kommt die Global Hawk oben drauf, vielleicht noch ein paar Wattewölkchen mit dazu gemacht und dann fertig. Dann ist die Sache erledigt. Sieht auch gut aus dann. Und hat einen Vorteil, ich brauche kein Fahrwerk zu bauen, weil das Ding dann nämlich in der Luft ist und fliegt. So, es kommt dann hier an der Seite dann noch der eine Sensor ran. Den halte ich jetzt hier gerade mal mit dem Finger fest. Jetzt muss man eben schauen, dass man dann da ganz schnell den Finger rauskriegt. Sonst läuft einem nämlich der Kleber unten genau an den Finger ran. So, und er klebt. Jo. Und dann kann ich dann nämlich auch dann offline dann schon hier oben dann lackieren. Da hatte ich schon noch ein bisschen gespachtelt. Und dann ist das Cockpit dann auch soweit fertig. Hier muss ich wieder noch ein bisschen nachlackieren. Ja. Ansonsten sieht es ja schon so ein bisschen nach Flugzeug aus. Ob die A10 überhaupt den Status Flugzeug verdient, ob sie dann so aussieht, weiß ich nicht. Weil sie halt eben so sehr interessant ist. Aber ich finde es auch interessant, dass hier oben drauf dieser fette und die unaerodynamische Klotz da oben drauf hängt. Ja, also bei einem schnellen Flugzeug wie zum Beispiel F-16 oder sowas, da wird darauf geachtet, dass das alles schön aerodynamisch ist. Nein, bei der A10 kommt da erstmal noch so ein dicker fetter Klotz da drauf. Ja, das ist denen dann egal. Der ist dann halt eben da. Aber wir haben eigentlich schon so weit so viel geschafft, wie ich eigentlich vorhatte. Und muss ich halt hier eben das noch alles ein bisschen verschieben jetzt hier. Aber ansonsten sieht es ja schon nach Flugzeug aus. Und ich hatte ja eigentlich gesagt, ich möchte das so schaffen, dass wir die Triebwerke schaffen. Die haben wir geschafft. Na, hier ist... Na, komm hier. Ja, erstmal reingelegt, so dass man es mal grob drin hat. Und dann das andere, das wäre dann da drin. Also der Soll ist geschafft. Triebwerke sind drin. So, sind vorbereitet, dass wir sie dann auch lackieren können. Und ich werde dann das jetzt hier alles ein bisschen verspitzeln, dass ich das dann alles angleichen kann, werde dann die Triebwerksinnenräume schon mal lackieren und auch das Fahrwerk. Und eine Seite lasse ich dann noch übrig, damit ich euch dann beim nächsten Mal zeigen kann, wie ich denn das Ganze verspachtel mit diesem, mit diesem Acrylspachtel hier von Ammo. Ne? Also der ist ganz interessant dafür sowas. Geht auch relativ schnell damit. Gut. Ja, alles klar. Auf jeden Fall, also gebrauchte oder sagen wir mal so fertig gebaute Modelle bei eBay gehen immer gut weg. Also ich hatte es mal gehabt, da ging ein fertig gebauter Löwe-Panzer an irgendeinen WOT-Spieler für sage und schreibe 250 €. Und der war auch nur ganz normal gebaut. Ne? Also da nichts Extravagantes dran, sondern aus der Box heraus. Ja, naja, gut. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Und dann bleibt mir alle gesund und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Und dann schauen wir mal, wie weit wir dann kommen. Ne? Alles klar. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.